Was geht ab, Fitnessfreunde? 2 Tage lang kein Video hochgeladen. Am Wochenende hatte ich keine Zeit. Jetzt hat bei mir wieder die Lernphase angefangen und deshalb war ich ziemlich viel am Lernen. Jeder, der studiert, kennt das. Jetzt Endspurt. Diesen Sommer müsste es soweit sein, aber ich will noch nicht zu viel verraten. Ich sag euch einfach dann, wenn ich es geschafft habe. Und keine Angst, ich mache weiterhin Videos. Nur nicht halt jeden Tag, sondern ja, ein bisschen unregelmäßig. Ich versuche zwar jeden Tag, aber wenn da paar Tage Pause dazwischen sind, heißt es nicht, dass ich weg bin. Also YouTube gefällt mir so sehr, dass ich das auch weitermachen möchte. Ich bin momentan in meiner Defi-Phase. Man sieht noch nicht so viel von Defi. Jetzt einfach nur so ein kurzer Blick. Eben halt deswegen, weil ich erst das seit 2 bis 3 Wochen mache und meine Kalorien sehr langsam gesenkt habe. Momentan bin ich schon auf 3000. Das heißt also, ich müsste, mein Grundumsatz ist ungefähr 2,5. Das heißt, ich müsste immer noch im Überschuss sein, aber halt eben nicht so viel im Überschuss, wie ich in der Aufbauphase war. Und deshalb beobachte ich halt gerade so mäßig, wie mein Gewicht sich verhält. Und es geht langsam runter. Ich war mittlerweile schon auf 87, auch wegen dem Wasser vom Kreatin. Jetzt geht es wieder ein bisschen runter, jetzt sind es ungefähr 86,5. Und ich muss sagen, die 3000 Kalorien gefallen mir sehr gut. Ich muss nicht stopfen und ich habe keinen Hunger. Also ich kann da genauso viel essen, wie ich möchte. Und die Kalorien, die 3000, sind also dann genau perfekt so dafür, dass ich ja ein bisschen langsam definieren kann, aber trotzdem nicht hungern muss. Dennoch werde ich sie bald wieder verringern müssen, wie ihr wisst, denn der Körper gewöhnt sich irgendwann an diese Kalorien, die er gerade bekommt und schraubt da ein bisschen die Körperfunktion herunter, sodass der Grundbedarf auch runtergeht und deshalb muss man, um weiter abzunehmen, auch weiter die Kalorien reduzieren. So, jetzt noch ein bisschen zum Essen. Also ich bin immer noch gut am Essen. Heute Mittag gab es hier Nudeln mit Hähnchenbrust. Ja, so. Dann gab es ein paar Eier. Hier Blumenkohl. Immer, ich versuche jetzt immer zu jedem Essen entweder Obst oder Gemüse dazu zu essen. Und dann gab es also Blumenkohl ein bisschen angebraten. Mag ich sehr gerne. Und jetzt hatte ich Bock auf Süßes. Und da habe ich einen ganz guten Tipp für euch, wenn ihr Lust auf Süßes habt, aber trotzdem Hunger habt, also Heißhunger, Appetit einfach, dann macht euch Süßkartoffeln, so wie ich hier, habe ich schon mal gezeigt. Und außerdem habe ich das Rezept so ein bisschen von Karl geklaut. Ich habe sonst immer normale Kartoffeln genommen. Und jetzt eben halt Süßkartoffeln, weil ich Bock auf Süßes habe. Und die sind echt richtig süß, wer die noch nicht probiert hat. Und die können auf jeden Fall den Appetit nach Süßem löschen, damit man da nicht Schokolade oder sowas frisst, kann man was Sinnvolles, so wie die Süßkartoffeln, zu sich nehmen. Dazu werde ich dann auch noch einen Salat essen und heute Abend noch einen Obstsalat und dann werde ich die 3000 Kalorien, denke ich mal, voll haben. Im Studio sieht das so aus, dass übrigens, ich habe am Wochenende mit meinen neuen Kollegen Daniel habe ich Trainingsvideo gemacht, beziehungsweise wir haben Push Day gemacht, Brust, Schultern und Trizeps und wir haben alles aufgenommen. Wir haben eine halbe Stunde Material. Das heißt, ich muss mal gucken, ob ich ein Video draus mache oder mehrere, aber jedenfalls gibt es halt bald wieder Trainingsvideos und das wolltet ihr ja. Und bei dem Training mit ihm war ich so motiviert, dass ich mich gesteigert habe, trotz Defi-Phase. Ansonsten, bei Beinen steigere ich mich immer noch, weil es meine Stärke ist. Beim Rücken bleibe ich gleich, also sprich beim Kreuzheben. Ich versuche mich da ein bisschen erzwinglich zu steigern, jedoch bleibe ich da ein bisschen auf der Stelle, auch wegen den Kalorien, die ich jetzt runtergeschraubt habe. Bei Brust bin ich eigentlich schwächer geworden, ein paar Wiederholungen, jedoch bei dem Training, was ihr bald sehen werdet, da war ich überraschend ganz gut. Ich glaube, ich kann schon mal vorweg sagen, die 120 waren viermal drinne.
aber nicht ganz alleine, sondern mit ein bisschen Unterstützung. Werdet ihr sehen, bald kommen Trainingsvideos und ich muss die nur noch ein bisschen Voice-Over drüber machen, weil ihr wisst ja, Musik, die im Fitnessstudio läuft, darf man nicht bei YouTube zeigen. Deshalb muss ich da ein bisschen drüber sprechen und dann könnt ihr das auch sehen bald. Ja, so viel dazu, ein kleines Update von mir. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Defi-Phase läuft und Muskelmasse ist, glaube ich, immer noch da, ja. Also, bis jetzt ist sie noch nicht zurückgegangen. Mal gucken, wie es wird, wenn ich die Kalorien noch weiter senke.